So, hallo, wir machen weiter bei Among Us. Wir sind zwei Leute weniger. Und zwar haben uns Flo und Rob. Wer hat uns verlassen? Robju und Flo, genau. Wir haben sie rausgewählt. Nee, die sind tatsächlich. sie waren zu dächtig. Sie sind freiwillig gegangen. Ja, los, jetzt los! Du hast ich starte einen Task einfach, mehr gemacht, wenn Dani mich fordert zu starten, dann starte ich. So. Map ist immer noch cool. Mit euch kann ich sowieso weiterreden, nur mit den anderen nicht. Das ist aber nicht weiter schlimm. Genau. Alles beim Alten. Außerdem haben wir einen Short-Task mehr dazu genommen. Zwei, oder? Wir sind Besatzung. Ja, zwei. Fünf. Acht, zehn Leute sollen mal zwei sein. Haben wir doch direkt eine hübsche... Boah, ich krieg das immer nicht hin. Task drei Jahre später. Und da ist direkt... Oh, die habe ich noch, die kenne ich noch gar nicht. Ach doch, die kenne ich, das ist dann so ein Viech. Nein! Muss ich... Oh, nee, ich muss... Ich verstehe. Ich kann nicht zurück. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man da nicht zurück kann. So. Und jetzt mache ich den da drüben als nächstes. Ich verstehe, wie das funktioniert. Repariere Wettermodul. Das ist das Wettermodul. Zack! So. Artefakte packen, okay. Oh, not again. Das ist da unten, ne? Genau. Aber jetzt machen wir erstmal hier gleich die Karte. Kein Bock auf die Karte, dass die weg ist. Dann gehen wir halt erstmal wieder hoch zu den Seismostabilisatoren. Okay, wurde schon gedrückt. Auch in Ordnung. Dann machen wir jetzt die Dings. Dani. Okay, Spulk wird dich sowas von. Ja. Dani macht Self-Report. Er hat Angst. Ah, oder nee. Doch nicht? Wir sind hier gerade unten in Deacon. Ja, wieder schön zuhören. Mehr. Im Specimen Room kamst du mir gerade entgegen, ja. Genau. Also ich kann ja mal meine Sichtweise berichten. Ich war bei den Emergencies, hab den linken Reaktor oder wie auch was auch immer da aufgemacht. Bin dann zu den Kameras gegangen, hab dann durchgesappt und hab auf der Kamera Süden beim Office habe ich Nico rumliegen sehen. Und bin dann da hingegangen, hab ihn reportet. Ich habe aber sonst... Cyanot hat Nico reportet, nicht mich. Ich dachte, Spurk hat mich reportet. Dass zwei tot waren. Also vor, keine Ahnung, vor 30 Sekunden im Vital. Das habe ich da gesehen. Okay, du hast, genau. Also, es ist wahrscheinlich schon, also, ich bin gerade... Das ist schon eine Weile her. Dani kommt mir entgegen, sieht, dass ich komme, dreht sich sofort wieder um. Ja, ich schätze, dann ist er aber... Entweder er tut oder er kann es weiter nicht lesen, weil dann ist er auch sass. Ich bin... Du hast doch gesehen, die Tür war zu. Also, ja, genau. Ja. Es muss auf jeden Fall schon eine Weile her sein, weil wo ich den Tod da liegen gesehen habe. Muss den und bis gesehen ich haben. Hey, ich bin noch. Okay, doch, was? Also, er lag unten links am Eingang zur Office. Und wenn ihr meint, ihr wart bei Admin oder da bei Decon, dann wart ihr nicht. Also, dann wart ihr nicht da. Reden wir jetzt über Colin oder Nico? Ich rede über Nico. Ich habe hier einen orangenen toten Viech. Könnte ich die Vermutung sagen, genau. Kurz? Wer die zwei Imposter sein können. Ich glaube, es sind Veit und Dani. Spurk ist hard clear, ich habe die Visual gesehen. Rasierer, ich habe den ein bisschen gesehen. Ich fand den nicht verdächtig und hört sich sehr clear an. Also alles mit der Kamera und so weiter. Ich habe ihn ein bisschen gesehen und ich finde ihn nicht verdächtig. Es ist schön. Nur weil ich schwarz bin, wa? Also ich kann sagen, ich habe die Visual noch, es kann jemand mitkommen und mit mir die Visual machen. Ich habe nicht verstanden, was du meintest, Spulk, wirklich überhaupt nicht. Wie will nicht. Er das denn machen? Du kamst aus derselben Richtung, wo ich kam, ich habe eben Schiss bekommen, mehr war da nicht, die Tür war zu. Ja, aber man sieht durch die Tür den toten Körper. Ich habe den nicht gesehen. Ja, aber der muss das Conan gewesen sein, weil Nico lag wirklich woanders. Ja. Nee, das macht ja Sinn, Conan ist ja auch tot. Ich glaube schon, dass das Nico war, aber ich... Nee, Nico lag links, also er lag quasi am Ausgang zu der Schneewelt. Und wenn ihr meint, ihr standet am Deacon, dann standet ihr woanders. Richtig. Also wir standen, ja, doch, warum heißt das Deacon? Das check ich vom Begriff. Das ist vor dem, also da, wo man dekontaminiert. Achso, vor der Dekontaminierung. Wow, ich bin dumm, ja, okay. Und Nico lag halt quasi in dem Gang links daneben, aber halt so weit weg, dass ihr den nicht hättet sehen können von da aus.
Aber ich verstehe auch nicht. Aber Spulk, ich check's nicht, Alter. Mein Gott, Spulk. Es gab. Also du hast Dani gesehen, du warst es nicht. Nee, also es war kein Self-Report. Wer sagt das gerade? Es ist entweder Ricardo sagt das. Veit und Dani. Ich wurde Veit. Okay. Es könnte auch Rasierer sein, aber der hat schon Task gemacht. Also es war kein Self-Report von mir. Wow. Tian ist. Geil. Tian ist schon. Aber wieso? Er hat denn alles gibt. Also Veit habe ich halt überhaupt nicht. Ja, warum wussten wir denn voten? Aber ja, weil wenn jetzt ein Doppelkill ist, wenn jetzt ein Doppelkill kommt, ist das Spiel vorbei, aber okay. Ja, wieso? Wir sind okay, doch, so. Machen wir Tor, machen wir. Ja. Mein Gott, Alter. Machen wir Dings schnell. Wir haben ja einiges noch zu tun. Wir haben ja richtig viel noch zu tun. Eieieiei, hier jetzt aber fix. Schön Tasks machen. Ich wollte, ja, Tasks wollte ich sagen, nicht Torte. Wie komme ich denn auf? Wieso kann ich jetzt nicht? Muss hier erst. Ah, komm, ist sabotiert. Dann sieht man nicht, wo die Tasks noch sind. Kann man trotzdem Tasks machen oder sie. Ach, scheiße. Da unten ist einer. Oh, das kennen wir noch nicht. Was ist das denn? Okay. Yes. Ja, sauber. Yes, ich habe meinen Knopf gedrückt, damit wir das idealerweise noch vor den Kill-Bildern schaffen. Wollte auch, also, was ich, es war jetzt irgendwie wenig Zeit, wenn wir jetzt Veit voten und Veit es aber nicht ist. Ja, dann haben wir auch verloren. Ja, aber wir haben so oder so verloren. Also ich würde jetzt eher Veit voten, weil das war schon, I don't know. Also ich habe jetzt nicht ganz die Logik verstanden, warum da drei Leute Skip gewotet haben. Es sei denn, zwei von ihnen sind Imposter. Also ich habe Skip gewotet, weil ich nicht verstanden habe, warum es jetzt Veit sein sollte. Ich wollte mich nicht einfach aus Deduktions- selber wählen, also. Einfach aus Deduktionsgründen. Aus Deduktionsgründen? Ich habe deine Logik nicht so ganz verstanden, Ricky. Wenn okay, du... von meiner Perspektive aus bin ich es nicht. Ja. Also ich fand eben in der Diskussion Dani verdächtig und Veit. Ja, macht ja Sinn. Ja. Spulk ist sehr clear, also. Aber ich habe seine Visual gesehen, der ist. Ach so, okay. Wenn der redet, Rasierer Ricky ist, dann könnte es sein, aber ich glaube nicht, weil der sah mir schon der sah schon aus, als hätte er die Task gemacht, die er also, getan, also, ja. Also grundsätzlich ist Spulk denn da der Einzige, okay, dem ich jetzt vertraue, weil dem wurde ein Visual Task gesehen. Was ist denn mit Rasierer? Ricky, also Ricky könnte ja auch Imposter sein, theoretisch. Ja, das könnte auch sein, dass ich Imposter bin. Das könnte natürlich auch sein. Also ich kann mich selbst auch nicht so richtig klären. Ich habe das mit Spulk, ich habe es wirklich die Leiche nicht gesehen, keine Ahnung. Aber das macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Du hast aber was ist, also ich will nur sagen, ich kann mich selbst nicht klären, aber was ist mit Rasierer? Der sagt irgendwie gar nichts und hat den Rasierer irgendwie gesehen? Ich habe ihn am Anfang, also in der wenn ich in so einer gesehen, Situation bin, bin ich komplett sass und werde rausgekickt und er so, Poster sein, der Task gemacht, also der nur so getan hat. Also ich habe. Ich würde mich aber trotzdem aus dem Fenster lehnen und sagen, es sind weder Ricky noch Spulk, weil Ricky wollte auch gerade mit mir zusammen den Knopf drücken. Ja. Also für das Emergency Meeting. Und also ich hatte. Es ist ehrlich, Veit, Dani oder Rasierer. Ich hatte echt Angst. Das finde ich ist irgendwie Dani, ein sehr. Also das ist eine komische Logik, warum sollte. Also es war ja vorher besprochen mit dem. Ich finde das immer noch weird. Ja gut, dann bin ich jetzt im Prinzip auch raus, ne? Ah ne, drei Leute noch. Oh Mann. Ja gut, also ich sag's mal so, ihr könntet jetzt alles skip-voten, aber das wäre Spaß. Ja, nee. Ja, der ist mir auch also ich behaupte mal, ich vote mich natürlich alle jetzt Dani nicht gewotet. Und damit wäre Dani jetzt raus. Also. Was war das? Ich möchte jetzt trotzdem nochmal sagen, für die anderen Überbleibenden, auch wenn ich sterbe, warum ist das denn wichtig mit dem Emergency-Button? Das habe ich null gecheckt gerade gesehen. Achso, weil wenn jetzt. Ja, weil wir verhindert haben, dass das. Nein, nicht verloren. Das zu machen, sondern dass das irgendeine Relevanz hat, wer jetzt gerade den Knopf gedrückt hat, nachdem das sowieso verbrochen wurde. Natürlich ist das kein harter Clear, aber ich bin inkliniert zu glauben, dass jemand eher innocent ist, wenn er nicht killen geht, sondern zum Knopf geht. Ja. Okay, also entweder ist Sehan das Superbrain oder es sind einfach Dani und Veit. Also. Sehr gut. Ja, oder ich bin einfach dumm. Sehr gut. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es falsch ist, aber gut. So. Jetzt dieses komische Rad. Jetzt müssen wir das mal lernen. Was muss ich da tun? Oh, bis das da hochgeht oder was? Achso, nee, doch nicht. Hat es das jetzt gemacht? Okay, es hat es gemacht.
Und noch so ein Rad. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Okay, Öl entleeren ist schnell getan. Push! Ist Fight wirklich der andere? Oh, oh, oh nein, Fight ist es. Ja. Ja, er ist tot. Leute, Leute, ihr seht es doch. Ja. Ja, es ist Fight. Ja, es ist Fight. Ja, danke. 100%ig. Ich hab die Leiche unten gesehen und Fight ist danke. Nach oben gegangen. Ja. Ich hatte wir waren auch Bullkrieg hier ja. Und ich waren halt 90% der Runde zusammen, also safe ja. Fight. Ja, es ist Fight. Und ja. Ich hatte nur für eine easy. Sekunde noch so richtig regretted, so, scheiße, es ist vielleicht nicht Dani, und, weil der hatte ja vorher gesagt, ja, aber das es war Dani allein schon, wo er so am Rumdrucksen war, nachdem jemand gesagt hat, der ist weggegangen, weil er nicht wollte, dass reported wird oder irgend so eine Scheiße. Und dann, danach hat er so komisch rumgedruckst. Da hat ihn nämlich einer voll erwischt gehabt, weil das, glaube ich, echt. Also, ja, ich habe ja gesagt, dass ich Angst hatte vor Spulk. Die sind tot. Ja. Also, Fight, du kannst dich selbst voten. Also, ich glaube, das Ding ist durch. Aber ich hatte mir schon gedacht, okay, vielleicht könnte es. Vote mich. Mann, Alter, tut mir voll leid, ich bin so ein schlechter Imposter. Ist einfach... Nein, du warst gut. Ich finde es noch ein bisschen strategisch Vision, schlecht, dass du 12-mal wiederholt hast, warum du dich selbst nicht klären kannst. Nice. Ja, Dani hat sich so ein bisschen sass geredet. Bei Fight war ich mir ehrlich gesagt bis zuletzt noch nicht sicher, aber wo dein Rasierer tot war, dachte ich so, ja, alles klar. Ja, das war auch nur ein Frustkill. Ja, ich. Ich war mitten in der Fläche und alle drei kommen hinterhergelaufen. Ja, wir sind ja extra zu dritt rumgelaufen, weil wir ja die drei waren, die sich gegenseitig getrustet haben. Ja. Okay, ich los, nächste raus. Runde das Mal. Ja, wir müssen noch auf Sprung. Rausgeflogen. Nee, ich bin raus. Also ich kann nicht mehr. Ach, ganz raus, okay. Yes. Alles klar. Oh. Sorry, okay. Aber... Nö, ist doch gut. Ja. Okay, danke fürs Spielen. Dann bis nächste Mal oder so. Oder heute Mal. Nacht. Ja, okay. Bye bye. Dann würde ich jetzt eventuell meinen Task wieder rausnehmen. Ja. Ciao. Ja, das macht Sinn. Ja, dann nehmen wir einen kurzen wieder raus. Weil sonst haben die Imposter einen Vorteil, weil sie... 7 ist richtig scheiße. Ja, 7 ist etwas ungünstig, aber kriegen wir hin. Kannst du, keine Ahnung, der muss, glaube ich, noch schwerer machen. Für ja, es ist Fall. Eigentlich auch nichts anderes. Ja, ich kann ihn wieder auf, ja. Das es ist eigentlich auch nichts Grenze, anderes, wie wenn der erste tot ist und wir noch die Runde skippen und dann in der Runde starten. Es ist hart an der Grenze, da würde ich fast sogar sagen, eventuell könnte man sogar einen Imposter machen, aber einen noch. Soll ich den Killcount auf 45 Sekunden? Ja, ein neues Charakter für 7. Killcount auf 45 Sekunden? Nee, lass das doch jetzt so. Ja, wie gesagt, es ist hart an der Grenze. Also bei 6 ist auf jeden Fall ein Imposter. Und bei 7, keine Ahnung. Ja. Also wir können es einfach mal probieren Imposter und gucken, wie es läuft. Okay. Ja, voll. Dann gucken wir mal. Wenn ich wieder Imposter bin, dann kannst du auch Kill-Wartezeit auf 20 Sekunden stellen und das ist eh egal und ihr gewinnt wieder. Ich mach auch 0 Sekunden. Ich will einmal hier alle auf einmal. Das können wir ja gleich spielen, wenn wir noch in 5 sind oder so. Ja, voll. Das ist eigentlich das Minimum, was man als Kill-Counter einstellen kann. Sag mir mal Kill-Counter. Kill-Counter. Ach, Kill-Cooldown. Sorry. Was? Ich soll Counter töten? Ah, 10 Sekunden, okay. 10? Okay. Was ist das Maximum? Na, ist scheiß drauf. Maximum ist Jahre. Blöde Rumspielerei da. So, soll ich starten? So. Ja, let's go. Okay, let's go. Ja. Let's fucking go. Na. Let's effing go. Das darfst du auf YouTube aber nicht sagen, ey. Ja, vorhin hast dann du schon gleich, das okay dann wird man gleich demonetarisiert. Okay, bis dann. Oh, das tut mir aber leid, Colin. So. Haben wir irgendeinen Task, den wir noch nicht kennen? Nee, glaube nicht. Dann sollte das doch jetzt laufen. Okay. Da geht schon einer hoch. Dann gehe ich zu der anderen Seite. Wenn jetzt allerdings da Dings tot... Okay. Wenn jetzt da einer tot ist, dann war es Dani. Mal da hochgucken. Nein, Dani ist nicht tot. Okay. Da, oh, da hinten in der Ecke, den kennen wir noch gar nicht. Ach, das ist der Kollege. Ah, okay. Jus.
Na denn? Wobei ich es echt ein bisschen komisch finde, dass man sich so für immer clearen kann, weil, keine Ahnung, dann geht halt jeder einmal da drauf und dann ist die Sache durch. I don't know. Ich hab da unten gar nichts. Was mache ich für eine Scheiße? Geht die Karte jetzt wieder weg? So. Light. Light Yagami muss ausgemacht werden. Angemacht werden. Okay. Schon passiert. Schon passiert. Dann haben wir jetzt hier drin was. Da liegt hier auch keine. Oh, das ist auch neu. Was ist das denn? Bitte wiederkommen. Hä? Neustart nötig. Hä? Hallo. Ich habe rot in das Specimen gefunden. Okay. Muss ich da tun? Wo in Specimen ist das? Also ich kann, ganz unten rechts. Ich kann so viel sagen, Conan und Rasierer hätten die Möglichkeit gehabt, mich zu töten, haben sie aber nicht. Also Nico hatte die Möglichkeit, mich zu töten. Xehan hatte die Möglichkeit, mich zu töten. Conan, glaube ich, auch. Also Conan hat auf jeden Fall Ewigkeiten ist er dumm rumgestanden. Wo stand ich dumm rum? Wo war denn das? Ist das die richtige Karte? Ne, ist die falsche Karte. In Communications müsste das, glaube ich, sein, wo du rumgestanden hast. Jetzt zum Schluss meinst du? Ich glaube, ja. Ja, da ist so eine Task, da muss man so einen Schalter runterschieben, das sagt die ganze Zeit Neustart nötig, ich weiß nicht, wie ich die abschließe. Ja, ja. Ich krieg die du musst sie einfach immer wieder, musst sie einfach immer wieder machen. Irgendwie, also das hat bei mir zumindest geholfen. Weil es geht runter, dann sagt er Neustart nötig, dann schiebe ich es wieder hoch, dann sagt er, bitte kommen Sie wieder. Dann denke ich so, was willst du von mir? Ich glaube, du musst, ich weiß nicht, ob man sie beenden, okay, also klar, dann schließen und wieder öffnen muss, aber das hat auf jeden Fall bei mir geholfen. Okay, dann probiere ich die jedenfalls weiter. Also, wo war jetzt nochmal der Buddy? In Specimen. In Specimen, okay, weil ich habe nämlich gesehen, dass, also ich war mit Ricky in Admin, ich habe gesehen, dass er da rein ist. Aber das ist schon ewig her, also dann muss der Kill schon recht lange. Der Kill ist schon eine Weile her, also ich stand. War ja auch eine lange Runde. War. Ja, ich war 30 Sekunden vorm Ende, war ich bei Vitals und da war der schon tot. Okay. Mit deine 30 Sekunden, interessant, du hast vorhin auch irgendwann mal gesagt, für 30 Sekunden hab ich auf Dings den Tod gesehen und ich wurde halt gerade vorher getötet. Ich denke so, hä? Ja, dann waren es für 30 Sekunden. Deswegen mutet er sich auch immer, damit er nicht mal kacke, ich weiß. Das laut Hochzählen hört. Also ich würde sagen, ich würd Conan auf jeden Fall clearen, weil ich den gleichen Task und das gleiche Problem wie er hatte und das klingt bei ihm jetzt auch so, als wäre es das erste Mal. Aber ich kann niemanden clearen. Ich kann niemanden clearen. Ich war zwar mit Dani und Conan mal bei Lights, als das aus war, aber ich sag's mal so, es war zwischendurch immer genug Zeit. Ich habe Nico, Dani und Xehanort nicht gesehen. Die anderen habe ich zumindest mal gesehen in meiner Nähe. Okay. Ich hab Fight nicht gesehen. Also deckt sich das. Fast, ja. Dafür habe ich Conan und Dani gesehen. Nico habe ich nicht gesehen. Skip jetzt. Ja, ich auch. Noch können wir auch skippen, oder? Ja. Nee, eigentlich nicht. Aber naja, jetzt haben schon drei Leute geskippt. Ach so. Ja, aber wir haben keine Verdacht, was wollen das wir ist tun? Wirklich einfache Additionsaufgabe. Wow. Wenn jetzt ein Double Kill kommt, war es das. Also da müssen wir aufpassen. Ja, wir haben zu wenig Informationen, das ist das Problem. Deswegen ist sieben Leute mit zwei Impostern kacke, aber nein. Ja, klar. Ja. Ist halt ein anderthalb Imposter machen. Ich schraub einen Versuch. Ja. So, muten, stopp halt, bevor ich rede. So. Jetzt so weiter. Communicate. Okay, dann probieren wir das nochmal neu mit diesem Kumpel. Ach, doch, das ist hier. Jetzt muss ich die scheiß Tür wieder. Nee, die Tür ist schon zu. Okay, offen. Und er weiß, dass ich hier rein will. Ist er böse? Jetzt ist sie komplett. Oh mein Gott. Okay.
Da oben in der Ecke ist irgendwas. Ach, sowas gibt's hier auch, die Wires. Ja, moin. Weil wenn jetzt keiner da hochgeht, gehe ich hoch. Okay. Ja, dann Abflug. Jetzt geht einer hin. Auf der anderen Seite ist keiner, oder was? Ja, jetzt doch. Oh, nee. Okay, da drüben sind... Ha! Da drüben sind die anderen Wires dann jetzt aufgetaucht, wa? Okay, verstehe. Und dann haben wir nochmal neue Wires irgendwo anders. So. Oh Gott, da oben stehen ja dann auch jetzt kommt mir... Hä? Ach, hier drüben. Hier sind ja auch theoretisch die Fake-Tasks für andere Viecher. Was ist mit dir? Ist jetzt gerade der Imposter unter uns eigentlich? Jetzt ist auf jeden Fall der Imposter unter uns. Das ist gerade sehr weird. Das ist gerade sehr weird. Ich glaube, ich bin gleich tot. Jetzt müssen mir bitte zwei Leute folgen. Nicht nur Dani. Was habe ich gesagt? Schnell über die Tasks. Schnell über die Tasks gewinnen. Wow. Fuck. Dumm, Alter. Wow. Ja, gut. Wie gesagt, deswegen ist... Das ist wirklich bescheuert. Ist zwei, ja, stimmt schon. Zwei Imposter bei sieben Leuten ist dumm. Das ist echt krass, ja. Das war echt Pech, ich habe die ganze Zeit niemanden gesehen. Aber wir waren mit dem Task, also auch fast fertig, so ist nicht. Aber es hätte so einfach sein können. Ja, echt Wahnsinn. Ich bin über den Weg gelaufen, dann einmal so allen, die nicht Imposter sind, auf einmal und dann... Ich hatte aber ehrlich gesagt, dachte ich mir auch, dass es Dani und Nico sind, aber ich wäre niemals schnell genug zum Knopf noch gekommen, also... Keine Chance. Aber als wir gerade da oben, wir waren ja gerade fünf Leute da oben. Genau, ich habe dann gedacht, vielleicht schaffen wir es zusammen, zu dem Ding hinzugehen und nicht das so. Und ich dachte mir, Nico ist es, weil der zuletzt bei uns zusammengekommen ist. Und ich dachte, Dani ist es, weil der. Ich dachte zuerst, Dani geht zum rechten Reaktor, aber dann ist er plötzlich. Ja, dann bin ich. Ja. Ich habe nämlich Nico hochlaufen sehen, nachdem ich Conan gekillt habe. Ja. Ach ja. Ja, okay. Vielleicht echt einen Poster waren. Ja, dann müssen wir aber die Lobby neu schließen und neu aufmachen, weil das kannst du nur beim Lobbystart einstellen. Oder sehr viel oder weniger Aufgaben, ich weiß nicht. Und einer ja, ist auch echt hart. Ich kann das auch so stellen. Ach, geht das mittlerweile? Okay, oh, cool. Okay. Früher musste man die Lobby dafür schließen kann und neu starten. Bis zu drei. Okay. Limit 2 sagt er jetzt auch interessant. Drei aber, ja, weil du bei sieben Leuten nicht... Imposter, wenn du einen Imposter bei sieben Leuten kannst du nicht drei Imposter einstellen, das wäre ja unfair. Ah, okay. Wenn du einen Poster machst, dann nimm aber den Kill-Cooldown auf jeden Fall. Ja, runter. Natürlich. Ja. Auf 25? Auf jeden Fall. Ja. Ja, 30, aber 25 ist okay, glaube ich. Gut. Ja, dann probieren wir das doch mal. Alle bereit? Na klar. Ja. Jo. Vielleicht auch mehr Task, ne, egal. Ja, können wir gleich immer noch umstellen. So, einer von sieben ist jetzt Imposter. Ach, da oben ist schon ein Dings. Oh, moin. Ja, aber wir wären mit den Tasks fast fertig gewesen. Ich weiß gar nicht, welche da noch gefehlt haben. Ich hatte ja noch ein paar, aber der Balken war halt fast durch. War schon interessant. Was? Wo soll das Ding denn... Hä? Der da. Der sieht ja komisch aus. Nichts sollen die anderen jetzt machen, habe ich jetzt keinen Nerv für. Ich will meine Tasks erledigen. Ich meine, es kann ja nur eine Imposter jetzt sein. Das ist eine ganz neue Situation. Eine wirklich komplett neue Situation.
Oh, das kennen wir noch gar nicht. Okay, doch, das, wir kennen es aber vom anderen. Gibt's hier also auch. Gott sei Dank. Und der letzte Task noch. Büro Karte ziehen. Dann ziehen wir doch noch die Karte. Und dann haben wir alle Tasks auch schon. Veit war's. Veit hat vor der Kamera Dani gekillt. Ich stand gerade an der Kamera. Okay. Oh, nice. Ja, ja, ich bin da auch gerade hingekommen. Lass mal zwei Imposter machen. Das ist doch vollkommen unsinnig. Ja, ich würde sagen, in der Runde war es einfach Pech. Nein, ich glaube, 1 gegen 6 ist doch unfair. Ja, aber eben 2 gegen 7 war auch unfair. Nee, ja, ihr hättet jemanden wählen müssen, dann wäre es nicht unfair gewesen. Wenn man ohne Infos jemanden rauswählen muss, dann ist das wie, als würde man würfeln. Also. Aber die Sache ist, also ich finde schon auch, der eine, also ich meine, klar, einer gegen 6 ist krass und 2 gegen 5 ist auch krass, aber 2 gegen 5 ist, glaube ich, noch ist fair. Besser Dank. Als einer gegen 6. Finde ich nicht fairer, aber okay. Völliger Wild Guess, aber ist es vielleicht auf einer anderen Map einfacher, 7, also 2 gegen 5 zu spielen oder 1 gegen 6? Ich würde fast sagen, ja. Ja. Bei Polos ist ein bisschen groß. Da wäre Mira oder das Geld besser. Ja, wir können ja wieder die alte Map spielen. Ja. Wenn das so von der Fairness tatsächlich einen Unterschied macht, dann ist das doch eine gute Sache. Wenn die Map kleiner ist, dann ist das, sag ich jetzt mal, einfacher für. Dann könnte man 2 gegen 5 spielen und dann ist es einfacher. Dann ist es schwieriger für die Imposter, sich zu verstecken, wenn es 2 gegen 5 sind, ja. Genau. Conan, wo steht denn der Part? Muss man jetzt 27 nur die ganze Zeit auf irgendeiner Kamera gucken und dann siehst du sowieso, wer gekillt ist oder wie. Oder wer gekillt wird. Ja, das war in dem Moment war es halt Pech. Naja, du darfst halt nicht im Bereich der Kamera killen. Conan, was hältst du davon, wenn wir für den Part noch einmal 1 gegen 6 spielen? Ja, mir ist es egal, ich spiele alles mit. Und dann nächste Runde einfach wie heißt das? Skeltus? Skeltus? Skeld ist die Map, die erste Map, die wir schon gespielt haben. Ja. Können wir machen. Also ich behaupte immer noch, 1 gegen 6 ist fairer als 2 gegen 5, aber ist okay. Ich behaupte, das können wir gerne so machen. Das wird sich jetzt ja empirisch ein bisschen deutlicher machen, wenn wir noch eine zweite Runde versuchen. Ja, ist okay. Ja, du kannst geil. Ja nochmal probieren. Geil. Okay, let's go. Dann starte ich. Let's. So. Ja, ist natürlich schwierig, da die passende Balance zu finden. Ne? Ist natürlich da schwierig, die passende Balance zu finden. Lieb. Das ist ganz klar. Kannst du das rausbleepen, ja, Conan? Da haben wir jetzt ein Lager. Ich möchte nicht, dass mein Arbeitgeber das hört. Das kennen wir schon, aber auch vom anderen. So. Ah, das hat wieder einen doppelten Dings bekommen. Oh nee, Asteroiden räumen. Das ist wieder so ein... So, das Licht interessiert mich überhaupt nicht, die Bohne. Okay. Das ging ja schnell, muss Conan gewesen sein. Ich war nee, Nico. Yes. Okay. Das war nur ein Meme wegen schnell und so. Wo hast du die Leiche gefunden? Erstmal überlegen. Rasierer? Okay, ist nicht gemutet. Rasierer, wir hören dich nicht. Hallo? Ich glaub, in der Zwischenzeit möchte ich gerne Danis Arbeitgeber grüßen. Oh, Rasierer ist gone. Oh no, rausgefallen. Also auch liebe Grüße auch von mir. Ich glaube, er ist kurz rausgegangen. Ja, wir hören dich. Aber für wen hast du gestimmt, Ricky? Weil du schon gebotet hast?
Wow. Weil es so schnell war. Okay, Rasierer. Also ich war, ist ja, anscheinend wieder alles verbuggt, aber irgendwie habe ich gesehen, dass jemand im Eingang, also nach links halt, wo Elektriker ist, am Eingang gekillt wurde. Vor meinen Augen. Wer war das? Ja, das ist das Problem. Es war dunkel, ich habe es nicht gesehen. Er kann nur so, Fernort gewesen sein. Der Einzige, der tot ist. Aber du hast durch die Dunkelheit hast du nicht gesehen, wer da war noch? Oder ist dir irgendwie, weiß ich nicht, jemand vorgelaufen oder... Hast du ich gesehen, wie vorher? Ich habe irgendwie gerade alles verbuggt, weil irgendwie ist bei mir Ricky schon wieder tot und. Aber siehst du denn, während wir spielen, also in-game, siehst du da die Farben richtig? Ja, schon. Wer war denn bei Electrical bei dir? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Habe ich überhaupt reported oder war das für ja, andere? Du hast reported. Ja, du hast reported, genau. deswegen war das jetzt. Ja, wer bei mir hat Nico denn? Reported, das ist ja gerade. Oh. Oh, okay, gut. Also Nico, du warst bei der Rakete da, ne? Genau. Da habe ich dich gesehen. Und relativ, also es war jetzt nicht so viel Zeit, bis dann die Leiche, bis das reported wurde. Nein, ich habe dich da auch gesehen, also du warst es auch nicht, es war eine super kurze Runde. Ja. Wo war Ricky? Ich bin runtergegangen. Was hast du jetzt eigentlich gewotet? Hier, zu diesem... Na, dich hat er gewotet, weil es so schnell ging, hat er doch gesagt. Oh Gott. Und dann wurde es dunkel. Und dann Colin, bin ich in Richtung Licht gegangen, aber dann ist schon aufgefallen. Also vielleicht claimt Rasierer jetzt hier auch so den Bug, dass sein Spiel völlig verbuggt ist, obwohl er einfach nur einen Self-Report macht. Das kann natürlich auch sein. Das wäre clever, aber Colin, Dani, du wolltest mich gerade fragen, was ich gemacht habe. Ich habe im Storage Benzin aufgefüllt und dann da oben das Benzin abgefüllt. Das ist so eine Doppelmission. Mhm. Wo füllt man das nochmal ab? Das füllt man im Osten auch ab, ne? Neben dem, neben dem Northwest-Dings da. Das ist nicht extra auf der Karte gezeichnet. Okay. Aber genau da war ja auch die Lei. Aber gut, okay, ich skippe. Ich habe keine Ahnung. Wir können erstmal noch skippen. Okay, ich habe nicht mal. Oh mein Gott, ich wäre fast rausgevotet worden, wenn du nicht geskippt hättest. Holy shit. Hättest du nicht geskippt, wäre Conan raus. Ja, ich weiß. Ach, schade. Wie war der erst gegen die Wand laufen? Diese Map, ey. Wieso ist der jetzt denn nochmal? Ich hab den doch gemacht. Ach, muss man das zweimal? Was? Okay, muss man zweimal machen. Ich krieg's nicht fertig. Ja, coole Sache, Rot. Ich krieg diesen Task nicht fertig. Also, es ist entweder Rasierer oder Ricky, aber ich bin... Ich bin mir sicher, dass es Rasierer 80, ist. 80% Das war letztes Mal auch Self-Report. Nee, dann ist warum Ricky? Ricky? Warum Ricky? Oder Nico oder? Ist es. Ich weiß es nicht. Nee. Ich bin hinter euch gelaufen. Und, wir waren alle bei Electrical und die drei sind vorne weggelaufen. Rasierer, Ricky und wer war das? Also, Fight. Und dann fällt Fight plötzlich um. Ja. Conan, für dich, Ricky. Meine Logik, Nico kann ich für die letzte Runde für den Kill von Xehan, kann ich Nico ziemlich safe als safe erklären. Ja. Rasierer hatte gerade seinen komischen Bug da, kann ich mir irgendwie vorstellen. Ja, aber das letzte Mal, als Rasierer den Bug hatte, war er Imposter. Ja, aber der Bug war letztes Mal ja nur, dass er hier den komischen Verräter-Screen, das Meeting hier komisch sieht. Es könnte auch Rasierer, es ist entweder Ricky oder Rasierer. Wir können also ich habe jetzt für Ricky, gestimmt. Ich würde erstmal Ricky. Gehen wir auf Ricky. Siehst du, das ist auch so eine Strat, die man ja jetzt gegen einen Imposter voll. Stimmt eigentlich, wenn wir zwei vermuten, können wir jetzt eigentlich direkt an den Knopf jetzt drücken. Jetzt gehen wir an das Wenn es jetzt nicht funktioniert, also den anderen rausvoten. Der Emergency Button. Okay. Ja, okay. Ja. Ist wirklich irgendwie ein bisschen blöd, ne? Gegen einen Imposter. Ja. Eigentlich ist ja echt so, wenn man zwei verdächtigt, dann kann sich einer sogar opfern und dann gibt es einen Emergency Button. Ja. Unfair, dass ich sterben muss. Als ein Imposter brauchst du wirklich nur unentdeckt quasi. Oder wenn wirklich sehr viele Leute auf einem Platz sind. Aber jetzt, wir waren ja nur zu viert, da ist das so krass, wenn... Ja, das war auf jeden Fall eine gute Sache von dir, Nico, das so zu claimen. Also das so zu erzählen.
Dann war das eigentlich dann, klar. Dann lass doch gleich einfach mal die Map wechseln und zwei Imposter machen. Ja, let's fucking go. Wir können ja auch mal Skeld ausprobieren. Da ist es noch, glaube ich, noch schwerer für zwei Imposter. Ja, deswegen ja Map wechseln. Und ja. Ja. Das heißt, ich bin gleich Imposter. Ich würde sagen, probieren, also nicht nochmal die vom letzten Mal, sondern die Skeld, weil das ist wirklich die schwerste. Skeld ist die vom letzten Mal. Dann meine ich Mira HQ, sorry. Die Mira HQ hat das hier. Was ist da? Irgendwie ist die doch, das ist doch so die Meme-Map, über die alle lachen. Ich weiß natürlich nicht warum, aber irgendwie habt ihr euch beim letzten Mal und irgendwie auch auf Twitch lachen alle über die Mira. Map ist Mira gar nicht so schlecht. Mira ist halt super klein. Irgendwie. Ich find die Map nicht so schlecht. Ja, was heißt klein? Sie ist halt sehr lang gezogen. Ja, und du kannst von überall wenden, aber es ist trotzdem. Sie ist nicht sonderlich groß, nee. Man weiß trotzdem fast jede Runde, wo die Leute waren, so ungefähr eigentlich. Also, ich sag's mal so, die Map ist ungefähr so groß wie das Geld, aber die kommt einem kleiner vor. Aber nicht, dass wir dann anfangen, dass alle aufeinander stehen und so ein Dreck. Ich habe einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir einfach Hide and Seek spielen? Also unoffiziell, also nicht das Offizielle. Ich weiß nicht, welche Map wir benutzen sollen, aber ich glaube, Hide and Seek würde dann Sinn machen. Mit einem Imposter. Hallo? Wie funktioniert das denn nochmal? Der Imposter hat dann weniger Vision, oder was? Ja, genau, stimmt. Danke, dass du mich erinnerst, ja. Imposter. Ja, genau, das weil irgendwie muss man es ja fair machen, weil sonst ist es ja offensichtlich. Ja. Wohl. Sollen wir das auf dieser Map machen oder auf der anderen? Wie funktioniert das jetzt? Wer möchte es erklären? Also, so wie ich das verstanden habe, der Imposter hat quasi kaum Kill-Cooldown und hat aber weniger Vision und die Imposter haben die Innocenten haben dafür mehr Vision. Und das Ziel ist halt, der Imposter muss halt herausfinden, wo sich die Innocenten verstecken. Und hat offenbar immer Lights aus oder so. Und wir sagen, wer der Imposter ist, ne? Genau. Wir wissen alle am Anfang schon, wer der Imposter ist und wir müssen alle von ihm wegrennen. Und man hat genau. Am Anfang hat man halt weniger Zeit, um sich zu verstecken. Ich finde ein bisschen schade, dass dabei dann so die Diskussion wegfällt, weil das, glaube ich, das Unterhaltsamste auch zum Gucken ist. Das ist noch geiler. Aber du kannst die ganze Zeit shit-talken. Ich weiß nicht mehr, wie das war, in welchem Fall gewinnen denn die Innocenten. Weil theoretisch würde ich das fertig haben. Ah, stimmt, ja, okay. Aber wie soll man denn die Tars fertig kriegen, wenn der Imposter rum? Ja, das Ding ist halt. Genau, und du musst halt die Kunst beherrschen, dich so vor dem Imposter zu verstecken, dass der Imposter dich nicht sieht. Aber also, wenn du den Imposter ankommen siehst, musst du dich schnell verstecken, weil der sieht dich halt noch nicht, weil der weniger Vision hat. Ja, der Imposter kann doch einfach vor einem Tars campen und jeden killen, der da hinläuft zu dem Tars. Ja gut, aber dann kann der Nächste kann dann eine Leiche reporten. Nein, keine Leiche kann reportet werden, das auch. Da geht also. Aber was wie soll ja, man stimmt, denn dann? Ja, stimmt, aber dann ist das ein legitimer Einwand. Ja. Nee, lass mal normal weiterspielen, ist doch okay. Ich glaube auch. Ich glaube, dieses inoffizielle Hide-and-Seek funktioniert noch nicht so wirklich. Da gibt es ja bald das offizielle. Komm. Sollen wir einfach eine Proberunde machen? Wie wärst du damit? Ich habe auch eigentlich gar keinen Bock. Okay, gut. Aber gut. Ich will du hast ja richtig Bock, Ricky. So, was hältst du denn davon, wenn wir das einfach am Ende der letzten Aufnahme mal machen? Ja, okay, gut. Das ist eine gute Idee. Das sag ich dir jetzt als dann müssen wir aber nochmal irgendwie. Dann müssen wir nochmal irgendwie rausfinden, wie wir Regeln dafür machen, dass das so einigermaßen fair ist, weil sonst kann mir halt wirklich vorstellen, dass der Imposter einfach an einer Stelle campt. Ja, der Imposter weiß ja gar nicht, welche Tasks Pflicht sind. Und, ja, die stehen doch aber, die Fake-Tasks sind. Achso, die Fake-Tasks sind ja nicht richtig. Nein, ja, natürlich. Geister müssen ja auch Tasks machen. Man weiß ja nicht, ob Lila diese Task machen muss oder die andere. Und vielleicht campt er davor und es macht keinen Sinn. Man darf als Imposter nicht sabotieren. Also kann man nicht vor dem Systematic-Dingens campen. Also campen macht gar keinen Sinn. Da verschwendet man nur Zeit. Während man campt, machen die anderen die Tasks irgendwo anders fertig und dann verliert man.
Das ist nicht sehr effizient zu campen. Ja, okay, aber... Stimmt schon irgendwie, gut. Weil man ja als, ja als Geist kannst du den Task ja dann einfach direkt eben machen, wenn es der letzte ist. Ja, aber das, Ding, aber das Ding ist, wenn du weißt, dass ein Common-Task kommt, das siehst du ja auch oben links in deinem Ding als Imposter und du zum Beispiel, es kommt der Card-Swipe. Und dann stellst du dich einfach als Imposter vor den Card-Swipe und da muss jeder einmal vorbei und du killst ihn alle und hast gewonnen. Dann lass doch einfach... Wir können es ja einfach nachher trotzdem mal probieren und jetzt. Du könntest stimmt, du kannst den Kommentar natürlich ausstellen. Ich glaube, das geht sogar. Ja, stimmt. Das macht das. Ja. Ich glaube, dann würde es tatsächlich funktionieren, weil dann kann jetzt man tatsächlich. Auf nicht, der Aufnahme nicht mal. Das macht alles sehr viel Sinn. Das macht Sinn. Ja, genau. Wir nehmen ja übrigens noch auf. So. Hallo. Hallo. Hallo Zuschauer. Ja, dann lass doch mal eine andere Map. Ja, dann würde ich jetzt kurz die Aufnahme beenden und Map wechseln. Aber dann mach das so wie früher bei SMW auch. Ich Zuschauer, der bis jetzt durchgeschaut hat. Mach das mal jetzt so wie früher bei SMW auch, dass du sagst, Aufnahme stopp und dann beginnt eine Sekunde später der neue Part mit A und die Aufnahme läuft wieder. Das waren noch gute Zeiten, Conny. Ja, einfach wie manchmal bei Super Puzzle World, einfach das ein bisschen schneller abspielen und dann halt so Hintergrundmusik hinterlegen. Jetzt geklickt. Wollte ich. Läuft die Aufnahme noch? Ja, noch kannst läuft du die. Musst du den Server eigentlich neu starten? Ja, deswegen wollte ich die Aufnahme beenden. So, ja, dann geht das dann natürlich. Wenn ich Map wechseln muss, muss ich Server neu starten und den ganzen Kram. So, ja. Da endet die Aufnahme jetzt. Genau. Wir schließen hier ab. So. Sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Herzlich willkommen beim neuen Part. Mal schauen, wie es mit 7 Leuten weitergeht. Mal gucken. Vielleicht sind es dann nicht ganz so lange Parts. Weil, je nachdem, mal gucken, wie wir das hinbekommen. Vielleicht kommt auch noch jemand dazu. Ich werde mal schauen, ich werde noch mal in den Discord reinschreiben, ob noch jemand Lust hat. Vielleicht ist ja jemand Neues jetzt gerade online. Schreibe noch mal in den Discord. Wir werden sehen. Schreibe noch mal in den Discord. Und tschüss. Los. Ciao.